Dennis, hallo erstmal und vielen Dank, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Du hast am Samstag einen sehr, sehr harten Kampf hinter dir gehabt, gegen Matt Wyman. War ein sehr, sehr enger Kampf, ein sehr, sehr guter Kampf. Zuerst die Frage, wie fühlst du dich jetzt einen Tag danach? Bist du noch fit und wie geht es dir heute? Ja, ich finde es ganz gut. Hab gerade gefrühstückt. Ja, also ich habe jetzt keine großen Verletzungen außer dem Kater auf der Stirn. Der ist genäht worden. Ansonsten alles okay. Ein paar Beulen auf dem Kopf und so, aber nichts Schlimmes, nichts Gravierendes. Nach dem Gewicht machen schmeckt das Frühstück gleich viel besser, ne? Ja, ich habe zugelangt heute, ja. Hab gut gegessen jetzt. Dennis, ich habe es gerade schon angesprochen, es war ein sehr, sehr harter Kampf. Hätten viele vielleicht gar nicht so gedacht, die den Kampf davor gesehen haben gegen George Sotiropoulos. Wirklich sehr, sehr schwerer Gegner gewesen. Die erste Runde hast du ja aus Sicht von vielen sehr, sehr klar gewonnen. In der zweiten Runde hat Wyman dich auf den Boden gebracht und es sah so aus, als hättest du ein bisschen Schwierigkeiten dort mit ihm gehabt. Der hat dir einen Cut zugefügt, das sieht manchmal ein bisschen schlimmer aus, als es vielleicht ist. Wie sehr warst du denn dort wirklich in Schwierigkeiten? Ja gut, so wirklich Schwierigkeiten waren es nicht. Es war schwer, da rauszukommen, weil er hat sehr gut kontrolliert und ich konnte halt nicht raus aus der Position. Deshalb hat es auch so ausgesehen, also hat schlimm ausgesehen, wegen Blut wahrscheinlich und so. Aber in Wirklichkeit gut, er hat jetzt zwei, dreimal gut getroffen, aber das hat mich jetzt nicht da besonders irgendwie beeindruckt oder so. Also ich konnte noch locker weiterkämpfen und in der dritten Runde ging es dann ja auch wieder. Also es war jetzt wohl nur die schlechte Position, die ich leider nicht so gut verändern könnte in diesem Kampf. War alles okay. Wir wissen alle, eine Platzwunde auf der Stirn blutet immer sehr stark. Das muss nicht viel bedeuten, aber was immer das Problem ist, wenn das Blut ins Auge kommt, kann es behindern. Hat dich das Blut gestört? Nee, ich habe das gar nicht so gemerkt im Kampf eigentlich, weil das ist zum Glück nicht in die Augen gelaufen, weil wir auf dem Boden gelegen waren. Deshalb, ja, ich habe es nur auf dem Bildschirm kurz gesehen, dass da Blut ist, aber ich wusste gar nicht, dass ich da so stark blute. Also gestört hat es mich nicht. Es war ein sehr enger Kampf. Du hast ein einstimmiges Punkturteil eingefahren. Nun wird sehr heftig in den Medien diskutiert, ob das Urteil denn gerechtfertigt war. Viele sagen ja, der Dennis hat den Kampf klar gewonnen. Viele sind anderer Meinung. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja gut, nach meiner Meinung ist das Urteil richtig, weil das haben auch alle so gesagt, die jetzt nochmal angeguckt haben. Selbst der Wyman selbst, ich habe ihn gerade getroffen beim Frühstück, hat das jetzt auch nicht mehr bestritten und so, weil er den Kampf jetzt selber angeguckt hat. Das ist ganz klar, erste Runde habe ich gewonnen, zweite verloren, okay, gut von dieser Bodengeschichte. Und die dritte wieder gewonnen, deshalb sehe ich das genauso wie die Punktrichter auch. Ja, war halt sehr eng, aber doch zu meinem Gunsten. Ja, du hast es gerade gesagt, die erste Runde klar gewonnen, die zweite abgegeben. Die dritte Runde war also das Zünglein an der Waage. Wir haben nachgesehen, du hast in den Statistiken, du hast deutlich mehr Treffer gelandet in der ersten und in der dritten Runde als er. Ja, er ist auch sehr oft in den Clinch gegangen, hat den Takedown gesucht. Deine Takedown-Verteidigung sah sehr, sehr gut aus. Das war ja früher mal etwas, was die Leute bei dir kritisiert haben. Die hast du offensichtlich sehr, sehr stark verbessert. Wo hast du dich denn vorbereitet und wie hast du daran gearbeitet, deine Takedown-Defense zu verbessern? Ja, ich habe eigentlich genauso trainiert wie immer. Ich habe mich mit meinem Team vorbereitet, bei uns in Mannheim, dann mit den Jungs in Frankfurt bei den Mars Spirit. Dann habe ich viel gerungen in Schieferstadt, was mir halt sehr viel bringt. Das, was in der Takedown Defense jetzt die Verbesserung und so, das habe ich alles denen zu verdanken, weil die üben da sehr viel mit mir. Und ja, ansonsten, so wie immer, wie gesagt, mit meinem Team, mit meinen Jungs, die immer bei mir sind und mir immer helfen. Nur halt jetzt besonders auf manche Sachen jetzt Wert gelegt, wie so Takedown-Verteidigung oder das Ding. Und ja, das haben wir uns auch dort verbessert. Ansonsten ist immer gleich bei mir. Dennis, der Standkampf war noch nie dein Problem. Du bist ein sehr, sehr guter Kickboxer. Das hat man auch am Samstag wieder gesehen. Nun hat sich deine Takedown-Verteidigung sehr, sehr stark verbessert. Was denkst du, sind die Dinge, an denen du in Zukunft noch arbeiten musst, um ein noch kompletterer Kämpfer zu werden? Ja gut, ich muss jetzt mal gucken, dass ich auch mal selber mal mehr Takedowns mache, dass ich mal die Leute selber noch jetzt öfters mal auf den Boden bringe. Und ja, allgemein so ein bisschen die Bodenarbeit könnte man noch ein bisschen verbessern. Es gibt überall noch was zu verbessern, auch im Stand auch. Es gibt noch, ich kenne noch viele Lücken bei mir, das, keine ist perfekt. Es gibt noch sehr viel zu arbeiten und ja, ich versuche es ja zu verbessern. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, du hast Matt Wyman heute beim Frühstück getroffen und er hat offensichtlich einen einsichtigen Eindruck gemacht, wie du es erzählt hast. Das sah am Samstagabend ja noch anders aus, ne? Er ist schon kurz nach der Urteilsverkündung direkt aus dem Käfig gerannt, hat die Halle verlassen. Hat er jetzt, nachdem das alles sich ein bisschen gesetzt hat, er den Kampf vielleicht auch gesehen hat, meinst du, dass sich seine Meinung da geändert hat und er jetzt auch der Meinung ist, dass er den Kampf zu Recht verloren hat?
Ja, also das Gefühl hat er uns gegeben jetzt, weil wie gesagt, jetzt vor kurzem, erst vor 4 Stunden habe ich ihn getroffen beim Frühstück und da ist er selber zu mir gekommen nochmal und ja, hat gratuliert und ja, Fotos gemacht und dann gesagt, dass er ein Fan von mir ist und da war er mit dem Urteil ganz und gar einverstanden, also da gab es keine Probleme jetzt. Gestern war das vielleicht noch nicht so, weil aus der Sicht der Kämpfer sieht man das ein bisschen anders aus. Ich wusste auch nicht, wer gewonnen hat, ehrlich gesagt. War ja so eine Sache, aber nachdem man den Kampf wahrscheinlich im Fernsehen richtig gesehen hat und analysiert hat, dann hat er seine Meinung auch geändert, denke ich mir. Ich habe leider den Kampf selber noch nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht viel erzählen. Ich rede jetzt nur halt davon, was ich selber noch im Kopf habe. Ja, war in der Tat ein sehr, sehr spannender Kampf, auch ein unterhaltsamer Kampf zum Ansehen und ein Kampf, der gezeigt hat, dass du nach wie vor im Leichtgewicht ganz weit oben dazugehörst und die Frage, die sich jetzt für uns stellt, ist, wie geht's denn in Zukunft mit dir weiter? Du standest ja schon, als du George Sotiropoulos besiegt hast, warst du schon im Gespräch, vielleicht in Zukunft mal einen Titelkampf zu bekommen. Meinst du, dass jetzt nach diesem knappen Kampf sich daran was geändert hat oder denkst du, dass die Titelambitionen noch immer da sind und noch immer gerechtfertigt da sind? Na gut, jetzt direkt vom Titel war noch keine Rede, also vom Titelkampf war noch keine Rede, aber gestern auf der Pressekonferenz zum Beispiel, da hatten wir schon so einen kleinen Clinch mit dem Melvin Gillard und da sieht es so aus, als ob ich jetzt demnächst gegen den mein Rematch machen würde, weil er hat es erwähnt, wir auch und ja, ich denke, die UFC ist auch nicht abgeneigt und das könnte demnächst passieren. Also bevor der Titelkampf stattfindet oder so. Das wollte ich gerade ansprechen. Also ich habe die Pressekonferenz auch verfolgt und fand das ganz interessant, dass der Melvin Gillard von sich aus ja dir angeboten hat, da nochmal einen Rückkampf zu machen. Das ist ja ein Kampf, den du selbst schon sehr, sehr lange gefordert hast. Du hast gesagt, du möchtest gerne alle Leute nochmal kämpfen, die dich einmal besiegt haben. Das heißt, du würdest diesen Kampf auch gerne machen, ne? Du würdest da zustimmen. Natürlich, das ist auf jeden Fall mein Traum, also meine Niederlagen gut zu machen. Ich wollte es ja schon immer machen. Und das wäre genau richtiger Zeitpunkt, denke ich jetzt. Und wie wahrscheinlich ist dieser Kampf? Also hat man da schon mit einer offiziellen Seite irgendwie gesprochen oder hast du dich mit den Betreuern von Gillard vielleicht schon unterhalten? Also wie wahrscheinlich ist dieser Kampf und wann könnte der denn stattfinden? Ja, da gibt es noch nichts. Also mit den offiziellen Leuten habe ich noch nicht gesprochen. Aber ja gut, so wie es auf der Pressekonferenz da aussah und so, denke ich, dass die UFC auch nicht dagegen hätte, gegen den Kampf. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber jetzt so ganz genau kann ich das auch nicht sagen, wann, wo und so. Das wird sich jetzt demnächst zeigen, denke ich, in ein paar Wochen. Wird sich dann so viel bei mir melden und sehen wir das so weiter. Ja, Melvin Gillard war ja auf der Pressekonferenz sehr, sehr selbstbewusst. Nachdem du gesagt hattest, du hattest kein Problem mit diesem Kampf, war seine Aussage, das wäre gar kein Problem. Er würde dich einfach nochmal schlafen schicken, würde dich K.O. schlagen. Ja. Was sagst du denn zu so einer Aussage? Ja gut, ich muss das halt sagen, dass alles nur Show ist, dass die Amerikaner hier einfach so sind. Die machen halt einfach vor der Presse hier so viele Matchen und diese ganzen Trash-Talk, das machen die einfach so gerne, weil hinterher nach der Presse sind sie direkt zu mir gekommen und hat selber gesagt, dass es jetzt alles nur so Show ist für das Publikum und alles. Ne? Und da gibt es jetzt nichts Persönliches oder so dahinter. Das ist alles nur, wie gesagt, um das Ganze anzuheizen und interessant zu machen. Das ist halt so ein Typ von Menschen hier. In Amerika sind die meisten hier so. Die reden viel vor dem Kampf, damit es halt auch spannender wird. Also kommt ja auf die Menschen ab. Also ein Kampf gegen Melvin Gillard wäre sicherlich auch ohne viel Gerede ein sehr, sehr spannender. Ihr seid beide dafür bekannt, im Stand sehr, sehr gut zu sein, sehr, sehr viel Action in die Kämpfe zu bringen. Wie würdest du denn einen zweiten Kampf gegen Melvin Gillard ablaufen sehen? Was würde anders laufen als in der ersten Begegnung? Ich denke, es wird genau andersrum ausgehen. Ich würde denn dieses Mal auslocken oder ausjoggen oder wie auch immer. Auf jeden Fall wäre das ein interessanter Kampf. Und ja, ich würde mich sehr gut darauf vorbereiten und sehr, sehr motiviert. Und ja, den Rest kann man leider schlecht jetzt vorher sagen. Es wird sich dann im Kampf zeigen können, wenn es soweit ist. Ein anderer Kampf, der im Internet zurzeit im Gespräch ist, in vielen Foren und auf vielen Internetseiten, ist eine mögliche Begegnung zwischen dir und Clay Guida, der ja vor kurzem erst Anthony Pettis besiegen konnte, auch sehr, sehr nah an einem UFC-Titelkampf schon dran ist. Was würdest du denn zu so einem Kampf sagen? Würde dich das auch interessieren? Ich weiß, dass du auch den Kampf in der Vergangenheit schon öfter mal gefordert hattest. Ja, das wäre auf jeden Fall auch sehr interessant. Also, weil Clay Guida ist sowieso so ein bekannter Mann und auch ein Kampf gegen den wäre auch sehr interessant und ja, den wünsche ich mir auch, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt lieber machen würde, den oder den anderen, aber zum Schluss muss jetzt die UFC entscheiden und ja, ich nehme einfach das, was sie mir jetzt anbieten, ob den oder den anderen, mal sehen. Aber interessant wäre es auf jeden Fall.
Clay Guida wäre natürlich ein komplett anderer Kämpfertyp als Mervyn Gillard. Ne? Ist jetzt nicht so der große Standkämpfer, sucht sehr, sehr schnell den Takedown, ist am Boden sehr, sehr zäh. Das wäre natürlich eine gute Gelegenheit für dich, deine Takedown-Defense wirklich zu testen gegen einen so starken Ringer wie Clay Guida. Ne? Ja, ganz genau. Ich denke, dass ich da meine Stärke im Stand ausspielen könnte, wenn es mir gelingen würde, den mal im Stand zu halten, also jetzt nicht auf den Boden zu gehen. Aber da würde ich mich extra nochmal dafür vorbereiten und noch mehr an der Takedown-Defense arbeiten und dann im Ringen und ich denke schon, dass es alles gut klappen könnte. Mal sehen, was jetzt zunächst passiert. Dennis, letzte Frage. Dein erster Lauf in der UFC lief nicht ganz so erfolgreich für dich. Seitdem du das zweite Mal aber nochmal angegriffen hast in der UFC, läuft es wirklich bombastisch. Du hast jetzt einige wirklich tolle, tolle Siege in Folge einfahren können. Und ja, alle deutschen Fans freuen sich natürlich darauf, irgendwann mal Dennis Siver um einen Titel kämpfen zu sehen. Wie heiß bist du denn auf den Titelkampf und wie sehr würdest du dir wünschen, endlich um den Leichtgewichtstitel kämpfen zu können in dieser wirklich stark, stark besetzten Gewichtsklasse? Ja gut, der Titelkampf ist natürlich ein Traum für jeden Sportler, weil daraufhin arbeiten wir auch unser Leben lang. Deshalb wäre das eine Erfüllung der Träume, sagen wir so, um so einen Titel zu gewinnen oder um so einen Titel zu kämpfen. Dafür trainieren wir, dafür arbeiten wir jeden Tag. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, wenn es soweit wäre. Ist von der UFC mal jemand auf dich zugekommen? Hat in der Richtung irgendetwas erwähnt? So nach dem Motto, noch ein oder zwei große Siege und es wäre vielleicht soweit? Nee, also offiziell gab es da noch nichts. Offiziell haben wir noch nichts mit niemandem geredet oder so, weil es war ja so ein bisschen hektisch hier, alles nach der Pressekonferenz und so. Alle sind irgendwie in verschiedene Richtungen gelaufen. Alle wollten nur noch ins Hotel was essen gehen. Deshalb haben wir da noch keine Gespräche geführt, aber wie gesagt, denke ich, dass es in den nächsten Tagen oder Wochen jetzt klar sein wird. Da kommt bestimmt auch was von Joe Silva oder so, wer der nächste Gegner sein wird. Die machen das nie schnell nach dem Kampf, weil vielleicht sind die Leute auch verletzt oder sonst irgendwie, können nicht kämpfen. Das wird meistens jetzt paar Wochen oder paar Tage nach dem Kampf dann wieder klar werden, wie es dann weitergeht. Dennis, vielen, vielen Dank für das Interview. Erhol dich in Zukunft noch gut. Ich wünsche dir einen sehr, sehr guten Heimflug und drück dir die Daumen für deinen nächsten Kampf. Gut, danke schön, danke euch auch für das Interview. Und ich möchte mich nochmal schnell bei allen bedanken, die mir beim Trainieren geholfen haben, bei der Vorbereitung geholfen haben. Die Jungs aus Mannheim, aus Frankfurt, von dem Marspiel, die Jungs aus Schieferstadt und meine Sponsoren, Bodis, Sima Century. Bei denen möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für die Unterstützung und für alles hier. Weil die haben es mir nicht gemacht, das Ganze hier ja, zu verwirklichen. Dennis Siever, liebe Zuhörer, hier zugeschaltet aus Las Vegas, folgt Dennis Siever auf Twitter unter @DennisSiever und drückt ihm die Daumen für seinen nächsten Kampf und wir hoffen, Dennis bald um einen Titel kämpfen zu sehen. Dennis, vielen Dank und mach es gut, guten Heimflug. Danke auch, tschüss. Tschüss.